Jetzt haben Sie auch gesagt, hier unten hebt der Kranz alles an. Wie funktioniert das? Erklären Sie mir das nochmal. Ich bohre von oben nach unten über die gesamte Distanz. Von unten ist ein Zugang erforderlich. Dann kommt das Drillstring nach unten. Da installiere ich diesen großen Kranz und den ziehe ich dann nach oben mit viel Kraft und währenddessen dreht er sich. Und durch diesen Drehprozess, oben sind noch sogenannte Rollenmeißel, löse ich das Material, das fällt nach unten weg und dann wird das Ganze nach oben weggezogen und so entsteht dieser Schacht. Wie groß ist dieser Kranz? Wie kann man sich das vorstellen? Also es kann zwischen 1,50 Meter und 8 bis 9 Meter sein. Das sind schon ordentliche Dimensionen. Und die Länge dieses Schachtes kann theoretisch, wenn die Geologie mitspielt, bis 1500, 2000 Meter sein. Das heißt, theoretisch kann ich bis auf 2000 Meter von unten alles nach oben reißen und es rieselt nur noch runter. Genau, ja. Aber wie gesagt, die Geologie ist im Bergbau immer wichtig, wenn die dann mitspielt.